So, da wäre beinahe mein Programm abgestürzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Heute Multiplayer. Multiplayer, genau, mit The Wardruck. Ja, ich bin auch hier. Heute am Dienstag, Anfang einer neuen Aufnahmesession, deswegen alles mal wieder auf Anfang. Eventuell klingt noch nicht alles so perfekt oder so, das werden wir gleich mit Hilfe unserer goldigsten Sugi, die es nur auf der Welt gibt, unseres coolsten Fans, ausgleichen. Der, ja. Die Aufnahme findet natürlich wieder im Livestream statt. Also Leute, beim nächsten Mal schaut doch einfach live dazu und schaut sie euch danach nochmal auf YouTube an. Ja, mach das. Genau. Ich tippe die magischen Wörter. Wahahaha. Okay, ich bin gefangen in meinen Körper. Also du hast es alles geschrieben. Okay. Wir unpausen das Game. Und ich kann laufen. Und wir können laufen, genau. Wir haben noch keinen Kalender hier. Wir wissen gar nicht, was heute los ist. Durchweichte Zeitung, Supermahlzeit, okay, wir müssen alles gießen. Naja, du machst da unten das kleine Beet, ich das große. Das ist in Ordnung. Das hört sich ziemlich gruselig an, wenn zwei Leute gleichzeitig gießen. Nur so ein bisschen. Spielst du wieder mit Controller? Ich spiele wieder mit Controller, hört man den so laut? Nein, ich frag nur. Natürlich spiele ich mit Controller. Freitag und Sonntag hattest du gemeint, ne? Kommt der Traveling Merchant. Freitag und Sonntag, ja. Okay. Ich muss übrigens gleich mal was nachschauen. Weil, was hältst du davon, wenn wir einfach mal so, also von Cheating oder. Ui, das sieht lustig aus. Leute, guckt euch das an. Das Gießen glitscht noch so ein bisschen in dieser Version. Ein bisschen, ja. Gerade wenn man die Kanne erweitert hat. Er hat ausnahmsweise recht. Ja. Okay. Schaut sie euch so oft an, dass ihr die Folgen auswendig singen könnt, hat Suki gerade im Stream gesagt. Das finde ich sehr gut, die Idee. Und die restlichen drei kannst du machen, genau. Ja, singen ist immer schön. Genau. Und Suki kann sehr gut singen, muss ich sagen. Das finde ich doch super. Dann kann Suki ja meinen neuen Titelsong einsingen. Ja, welcher Titelsong ist denn das? Den muss Suki sich auch noch ausdenken. Ach so, okay. Nein, ich gehe jetzt mal schauen, ob... Wir brauchen können wir schon zur Bahnstation? Ich glaube nicht, ne? Nee, das kommt erst im Sommer. Aha, wir verdammt. Haben noch... Okay, dann kann ich erst im Sommer gucken, ob wir cheaten können. Was hältst du denn von... Ich will nicht sagen cheaten, sondern ausnutzen von Spielmechaniken. Da du das sowieso in diesem Spielstand schon angefangen hast, würde ich einfach nichts mehr dagegen sagen. Es gibt eine Möglichkeit. Angeln und dann ist gut. Es gibt eine Möglichkeit, die ich dir, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Es gibt eine Möglichkeit, in diesem Spiel relativ schnell Items und Geld zu bekommen, indem man sich bestimmt benennt oder seine Farm oder Tiere. Das ist zwar ein Einmal-Use, aber kann pro Tier, das man sich kauft, einfach mal so 10.000. Okay, das ist ziemlich krass. 10 bis 12.000. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Ich würde es erstmal nicht machen, aber vielleicht, wenn wir irgendwann mal ganz knapp bei Kasse sind, aber Geld brauchen. Wenn wir jung sind, brauchen das Geld. Können es vielleicht später machen, wenn wir sowieso alles haben und einfach um diese großen Geldsummen ranzukriegen. Da hätte ich nicht. Na, bei den großen Geldsummen lohnt sich das dann eigentlich schon nicht mehr. Warte mal, was wollte ich eigentlich machen? Ich will sammeln, habe ich fast auf 5. Okay, das ist gut. Ein Buch. Ich habe ein Buch gefunden. Ich habe übrigens in meinem anderen Spielstand, den ich ja immer im Stream spiele, jetzt das neue Festival im Winter das erste Mal erlebt. Neulich im letzten Stream. Könnt ihr auch noch nachgucken auf Twitch. Sollte noch eine Weile online sein. Und das frage ich mich auch, Suki, wer die Bücher vergräbt, das kann ich dir leider nicht verraten. Auf jeden Fall ist es super schön, also dieser Night Market ist ein super schönes Event, haben sie super cool gemacht. Gefällt mir. Sag mal, Fox, haben wir jetzt schon eigentlich schon das Aquarium freigeschalten? Das Aquarium, das kann ich dir nicht sagen, ich gehe ganz schnell mal schauen. Nee, sonst würde ich erstmal hingehen, wenn du das nicht weißt. Ich bin schon fast da. Ja, weil bei mir wird es nicht angezeigt. Dann haben wir es wahrscheinlich noch nicht. Das können wir dann... Oh je, du bist schneller. Nee, ich bin schneller. Ha!
Ja, ich hab's schon freigeschalten. Ich hab die Tür gegossen. Ja, ich seh's jetzt auch. Okay, dann war es einfach nur nicht freigeschalten in meiner Ansicht. Okay, du kümmerst dich um die Fische? Ah, jetzt kann ich gucken. Sehr gut. Genau, wir haben auch schon das Ding da unten freigeschalten. Das heißt, ich gehe erstmal in die Mine. Okay. Mach das. Ich schau mal, was wir für Fische ranholen können. Zum Beispiel können wir den Gotteslachs jetzt auf jeden Fall schon mal angeln gehen. Ich gehe nicht in die Mine. Ich gucke erstmal, ob ich ein bisschen was tricksen kann. Ohne zu cheaten. Diesmal. Ausnahmsweise. Hey, ich habe Leben gefunden. Ja, habe ich gehört. So. Dann schauen wir mal. Ja. Ah, ich gieße die Tür. Gießt du schon wieder die Tür? Nein, gerade nicht. Gerade eben fange ich einen Fisch. Oh, hey. Du gönnst dir eine Pause von der Arbeit? Ja, lass mich doch. Da habe ich einen Goldeslachs gefunden. Schauen wir mal noch, was wir für Fische im Frühling holen können. Okay, die Sachen sind also erst später freigeschalten. Das ist in Ordnung. Ich habe übrigens jetzt auch die neuen Fische gefangen. Die können wir also nicht einfach so finden. Die finden wir dann erst im Winter. Ich glaube, die Ansicht, da gibt es Gemeinschaftszentrum, ist noch ein bisschen verbuggt. Weil ich nur den Handwerksraum sehe, sobald ich außerhalb des Hauses bin. Wenn ich im Haus bin, sehe ich alle. Teichfische. Vielleicht dann, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast. Wahrscheinlich. Ich angle jetzt einfach hier doch in im River. Mhm. Angel, angel, angeln. Und es beißt natürlich wieder nichts an. Ich brauche unbedingt die bessere Angel. Ich muss nochmal angeln gehen, wenn es regnet. Ansonsten haben wir alles. Geh mal zum Bergsee. Bis auf die Sardine aus dem Ozean, die ich jetzt holen kann noch, die ich heute holen werde. Geh mal zum Bergsee, wenn es regnet und angel die Legende. Ich glaube, das ist noch nicht so möglich bei mir. Ja, das wird auch mit der, also das würde ich erst mit der Iridium-Angel überhaupt probieren. Treffer. Wieso angelst du eigentlich, Fox? Ist das nicht mein Job? Vielleicht, aber wie Sugi das gerade gesagt hat, beim Angeln zuschauen ist einfach das Spannendste. Man kann in diesem Spiel, wenn man das auf YouTube als so ein kleines Playthrough macht, nichts Spannenderes machen als... Oh, Mensch. Lass dich doch nicht von Emily erwischen. Die sieht doch sonst eh nichts. Ich habe Baguette gefunden. Das ist es wert. Die haben das schon bestimmt aus einem bestimmten Grund weggeschmissen. Das ist doch gut. Das kann man noch essen. Tja, man kann auch behaupten, das wäre Edelblauschimmel, also. Perfekt. Und man kann es essen und man kann damit auch reden, also passt das schon. Ich finde, Gotteslachs klingt doch mal nach einem Fisch. Ja, den habe ich gerade ins Gemeindezentrum gebracht. Ja, ich habe gerade welchen geangelt. Spannend, spannend. Rate mal, wer schon wieder nicht auf die Uhr geguckt hat. So lange kann es noch nicht gewesen sein, aber ich werde trotzdem einmal ganz kurz den... Habe ich nicht einen Timer? Oh, hast du wieder nicht auf die Uhr geguckt? Eben. Ha. Ich mache jetzt einfach noch 13 Minuten. So lange kann es noch nicht dauern. Ich habe noch nie verstanden, warum man sich bei Spannung vom Bett rollen sollte. Suki, das musst du mir erklären. Nein, darauf sollst du nicht achten. Das ist mein Job. Ich mache ihn zwar nicht gut, aber... Dafür schlecht. Dafür wenigstens schlecht, genau. Heute ist echt kein spannender Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Tralalalala. Ich meine, so ungefähr sind es ja immer 2 Tage. Und ich fange nur noch Heringe hier. Mhm. Das könnte an der Uhrzeit liegen. Sardinen sollten trotzdem noch erscheinen. Ich
Ich will nichts sagen, aber der Switch-Controller ist manchmal etwas laggy noch. Das ist ja alles noch eine Beta. Ich glaube, die Bluetooth-Verbindung ist einfach nicht eine Brasse. Bream heißt der im Englischen. Ist einfach dann nicht so. Steck den doch einfach per Kabel an. Das funktioniert? Wie die gute Suki mir das gesagt hat, das funktioniert. Und das funktioniert tatsächlich. Du brauchst keinen Bluetooth dafür. Allerdings muss ich sagen, dass dann kann ich auch meinen Xbox-Controller verwenden, weil ich verwende ihn ja, weil er eben kabellos ist. Nein, ich werde einfach meinen Bluetooth-Dongle von hinter dem Rechner wegnehmen und hier vorne, wahrscheinlich oben direkt an meine Tastatur ranhängen. Ja, das ist praktischer. Dafür habe ich doch die beiden USB-Ports an meiner Tastatur. Fall mal bitte nicht vom Bett. Das ist nicht so toll. Sowas tötet Menschen. Die Grünalge kommt damit rein. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Das kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Alge schon eine Sardine gefangen haben müsste. Ja, müsstest du. Warum hast du das noch nicht gemacht? Das hättest du schon längst machen müssen. Frage ist eher, warum hast du sie nicht zum Community Center gebracht? Hab ich vielleicht schon. Nee, eben nicht. Das hab ich ja nachgeguckt. Vielleicht ist sie noch in der Kiste. So, ich pack's da jetzt gleich wieder rein. Ich will das nicht rumschütten. Keine Gefahr mehr. Angeln ist vorbei. Wir brauchen dringend Pferde. Das stimmt. Flussfische, Krabbenreuse, Nachtfischen. Bei den Ozeanfischen. Ozeanfische, ja, da ist noch gar nichts drin. Ja, eben. Die Sardine können wir jetzt im Frühling schon holen, den Rest im Sommer. Stimmt, du hast Licht vor deiner Hütte. Ich will auch Licht haben. Ja. Angeber. Sardelle, Brasse, Hering. Ich habe keine Sardine gefangen? Na Mensch. So, Lehm. Lehm kommt hier in eine von den Kisten. Passt richtig? In die. Wie wird denn das Wetter morgen? Das ist mein Bett. Da schlafe ich jetzt. Hier ist ein Kamin. Tja, Pech. Wait, what? Nein, halt, stopp. Moment, was? Fischerstufe 2. Yeah, ich kann mir jetzt Köder machen. Fischerstufe 5. Ja, Mensch, gib an. Haben wir uns jetzt eigentlich schon unser Dings fertig gebaut? Unser Silo müsste jetzt heute oder morgen fertig werden? Ja, da können wir anfangen, das Gras zu mähen, oder? Ja. Ich geh mal gucken. Erstmal gucke ich mal, wie es Glück aussieht. Extra Glück. Extra nice. Glück, sehr gut. Morgen sonnig, Blumentanz. Oh Gott. Der Blumentanz. Morgen treffen wir uns zum Blumentanz, okay. Okay. 2, 3, 4, 5. Nochmal 5, 6. Wir brauchen echt mehr Geld, damit wir unsere Sachen weiter aufbessern können. Ja, aber ich habe gehört, im Sommer soll es ordentlich Geld geben. Ja, vor allen Dingen würden wir auch ordentlich Geld bekommen, wenn ich zum Beispiel so schlau gewesen wäre, hier die Kartoffeln alle zu düngen vorher. Weil genug Sap hätten wir auf jeden Fall gehabt. Ich habe übrigens noch nie gehört, dass man mit Harz düngen kann. Ist das ein... funktioniert das im wahren Leben? Dass man einfach Harz nimmt? Ja. Sollte zumindest nicht den Pflanzen nicht schaden. Okay. Aber Harz und Fischer gibt bestimmt keinen besseren Dünger. Nicht wirklich. Das wage ich doch zu bezweifeln. Und ja, mein Bruchbode hat Stil. So. Hey, ich bekomme Heu. Moment, wird das bei mir angezeigt? Bei mir wird das auch angezeigt. Hey, wenn das doppelt zählen würde, das wäre lustig.
Lass mal ein bisschen was da unten. Nein, mein Haus wird hier freigeräumt. Ja, ja, alles hier links unten neben dem Teich, das würde ich erstmal stehen lassen. Die Katze kriegt das auch weg. So, Katze, jetzt kannst du wieder endlich mal auf schönem, brachen Dreckland leben. Eben. Wir brauchen es nur so weit weg machen, wie ich das hier unten jetzt gleich weghaue. Alles da drunter lassen wir erstmal. Kriegen wir überhaupt rein? 190, 250, ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen ja, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja, 150. Nee, mehr. Ich geh mal hinten gucken, wie viel noch reinpasst. Ich nehme an 160. Nee, noch mehr. 240? Ich weiß nicht, ich hab... Ich glaube 240. 240, ja. 225 haben wir. 226. 227. 31, 35, 38, echt schlechter Supervisor. 40, reicht. Lass stehen. So. So. Ich mache jetzt einfach, auch wenn es keine Erfahrungspunkte gibt, das ganze Holz mal klein. Mach das mal klein. Ich gehe währenddessen mal Sardinen suchen. Apropos, was kosten bei mir jetzt eigentlich die Fallen? Krabbenreusen. Die kosten jetzt nur 2 Kupferbahnen und 25 Holz. Das heißt, ich kann jetzt Krabbenreusen bauen. Sehr gut. Kann ich schon craften? Wir haben so viel Platz auf dieser Farm. Ich kann noch keinen Warmbin bauen, okay. Unglaublich. Nee, kannst du das auf Stufe 8, glaube ich, bauen oder so. Ab Stufe 10 wird das sinnlos. Wieso? Ach, lass mich doch in. Ich gucke gerne mit. Ach so, rein. Weil du die andere Profession nimmst, ja. Ja. Übrigens, mit der Fähigkeit jetzt umskillen zu können, ja. Können wir am Anfang einfach auf beim Minen darauf gehen, dass wir mehr Erz bekommen und mehr Kohle. Und wir können dann, das ist zwar, kostet glaube ich 10.000, aber das ist am Ende nicht mehr so viel. Wir sammeln einfach alle Edelsteine und irgendwann skillen wir dann um, kurz bevor wir die verkaufen. Und das, glaube ich, lohnt sich auch cool, ganz gut. Würde es sich nicht lohnen, wenn nur einer sich umskillt? Ja, 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 klar. Der es dann verkauft. Oh, das vermehrt sich, der Betrag. Das wäre auch lustig. Die Frage ist auch, wie wird das mehr, also so frei nach dem Motto, Na, 25 auf 25%, das heißt, es sind dann insgesamt 37,5%. 30% mehr. 30%, ach so. Ja, aber, nee, die Frage ist, wird es danach berechnet, wer das reinwirft, oder wie wird das berechnet? Ich habe keine Ahnung. Hey, eine Sardine, Mensch. Ich angle trotzdem weiter. Ich kann die Erfahrung brauchen. Du bist jung und brauchst die Erfahrung. Bringen die Sachen, die man am Strand aufliest, eigentlich auch Sammelerfahrung? Ja. Super Mahlzeit. Komm zu mich gefliegt. So, wir haben noch keine 5000 eingenommen. Hä, doch? Doch. Müssen wir ja. Vielleicht hast du das ganze Geld eingenommen. Sollte nicht nach 5000... Gesamteinnahmen 12.870. Ja, sollte nicht nach 5000 Demetrius kommen und uns sagen, hey, wollt ihr nicht was in eure Höhle bauen? Vielleicht ist es hochgesetzt worden für Multiplayer. Das kann sein. Oder es ist jetzt mit dem neuen Update in Zeit gesetzt worden. Weiß oder nicht. Die müssten überhaupt erstmal die Höhle betreten, um das zu triggern. Die habe ich gerade eben betreten. Ich habe nicht nachgeguckt, aber wir hatten noch nichts. So, der prähistorische Schädel. Da kann Gunther mir mehr erzählen. Und runter.
Wir gehen jetzt nicht zu Gunther, sondern wir gehen runter auf Ebene 45. Nee, das lohnt sich für mich so überhaupt nicht. Ohne eine verbesserte Spitzhacke lohnt es sich nicht, auf Ebene 45 zu gehen. Ich gehe mal auf Ebene 15 und gucke, ob ich da coole Rohstoffe bekomme. Ich angle glücklich vor mich hin. Geoden, Geoden, Geoden. Na, sind wir auf einem guten Weg. Bei 25.000? Ah, 25.000, okay. Ich dachte irgendwie nur 5.000, aber... Wir sind jetzt bei 12.800 oder sowas. Diese Larven sind seit dem neuen Update total kacke, weil die schon viel eher in ihre Unverwundbarkeit reingehen. Bring mal ein bisschen Kupfer mit, wenn du noch was hast. Ja, danach suche ich gerade. Und ich habe 2 Amethysten gefunden schon. Moment, wir haben ja schon 2 Krabbenreusen. Die sollte ich vielleicht mal öffnen. Na, eine steht ja unten an unserem Teich. Haben wir nur eine bis jetzt oder so? Und die habe ich gestern nochmal nachgefüllt neu. Ja, ich vergesse die immer. Weil ich da unten nie langlaufe. Dann packst du doch oben an dem Teich hin. Ernsthaft? Ja, da passt aber nicht so viele hin nachher. Das stimmt, aber wir haben ja noch nicht so viele. Wie gesagt, ich will die halt unten eine Ebene tiefer hinsetzen. Ja. Dafür brauche ich aber erst Warmbins, wenn ich halt viele machen möchte. Oder das Level. Naja, Level 10, das ist doch ein gutes Ziel. Na, wenn ich Level 10 Angeln habe, kannst du mit diesen Dingern halt dein Angellevel halt richtig schnell hochpushen. Weil du einfach nur immer die Fische rausnehmen musst. Nee, kann ich nicht. Das gibt, glaube ich, kein Angellevel dazu. Doch. Echt? Die Dinger zu lernen gibt auch Angellevel dazu. Das ist ja richtig GD-Hacks. Angeln und Fischreusen lernen. Hallo, lass mich in Ruhe. Wer soll dich in Ruhe lassen? Mit wem kuschelst du denn schon wieder? Tja, das wüsstest du jetzt gerne. Ja, sonst würde ich ja nicht fragen. Aber prinzipiell ist mir egal, mit wem du kuschelst. Das würde ich weiß nur eins, ich werde nicht mehr in deinem Bett schlafen. Das sagst du jetzt. Das kann immer nur einer im Bett schlafen. Du hast damals auch gesagt, du würdest nur 1,5 Wochen bei mir wohnen und dann waren es 1,5 Monate. Und bevor Suki auf die falsche Ideen kommt, das war nur eine Affäre. So, ich komme gleich zurück, dann gehen wir schlafen und dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. Schmeiß doch bitte was in den Verkaufstresen, egal wie. Ja, ich werde meine Fische-Dinger reinschmeißen, alles, was ich geangelt habe. Ui, verdammt. Aber ich muss vorher nochmal zum Community-Center die Sardine wegbringen. Ich habe noch ein Brot gefunden. Ich glaube, bei Gast sind immer Brote drin. Öfter, tatsächlich, ja. Ich muss noch schnell 2 Treppen finden. Eine ist mir... Oh je, das ist die falsche Richtung. Eine ist mir relativ sicher, da hinten wahrscheinlich. Hopp. Ich bringe auch ein bisschen Käferfleisch mit, da kann man guten Dings draus machen. Ah, nee, die Treppe ist mir da nicht sicher, nur die Kohle ist mir da sicher. Macht das. Wie viel Kohle gibt das? 6 Kohle. Mal schauen, wie viel Geld ich diesmal zusammen geangelt habe. Das kann ich dir auch nicht sagen. Sonst war es immer um die 500 Geld rum. Das war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht sonderlich gut. Ich brauche noch eine Treppe. Prähistorischer Rückenwirbel. Na Mensch. Ja, die Vertebra finde ich aber auch voll oft auf dem anderen Spielstand. Also
Sollte ich nicht extra Glück haben? Warum ist hier immer noch keine verdammte Treppe gespawnt? So, dann gehe ich mal nochmal die Krabbenreuse unten leeren. Wo Müll drin ist. Ja. Warum kann ich das Käferfleisch nicht essen? Lecker Käferfleisch. Da ist ja schon eine Treppe. Ah, warum sagt mir keiner was? Keine Ahnung. Was? Nee. Das könnt ihr vergessen. Oder? Ja, aber besser als gar nichts. Morgen ist der Harvest Dance, richtig? Der Flower Dance. Der Dance mal richtig. Ja, der Flower Dance. Dance mal richtig ab. Oder auch nicht. Ach so, ich bin doch blöd. Ich bin noch gar nicht bis ganz runter gegangen. Es war egal, ob ich die 5 Ebenen schaffe. Es wird übrigens spät, ne? Ja, ich weiß. Ich bin auf dem Weg nach Vertania City. Wir könnten einfach vor the rules könnten wir einfach gemeinsam tanzen auf dem Harvest Dance. Auf dem Flower Dance, einfach damit wir nicht so lange. Ja, natürlich tanzen wir da zusammen. Oh. Das wusste ich nicht, du hast mich ja noch nicht gefragt. Naja, das mache ich erst auf dem Flower Dance, aber du hast schon verraten. Ach so. Ja, dann vergesse ich das gleich wieder. Eben. Vorausgesetzt, du kommst halt rechtzeitig noch ins Bett. Ja, und dann morgen früh muss ich erstmal alle Sachen ordentlich einpacken. Ich kann dir 2 Baguettes geben morgen früh, wenn du den Ausdauer wieder hochprobieren willst. Hä? Ich kann dir 2 Baguettes geben. Ich habe 2 Baguettes im Gasofen gefunden. Ach, das passt. Meine Energie ist morgen wieder hoch. Oh, 400 nur mit Fischen, das ist schlecht. 400 nur mit Fischen? Wir gucken uns das mal ganz kurz an, kurz aufgeschlüsselt. 2 Heringe Silber, 1 Hering Normal, 3 Heringe Gold, 2 Sardinen Gold. Ja gut, aber die bringen halt alle nicht so viel Geld, ne? Ein Hering bringt halt eben 45. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld, ob es Fische gibt, die besonders viel Geld geben. Ob sie ja, gibt es. Legendfisch bringt 5000. Ja gut, das ist aber Legendfisch. Warte mal, stehen die hier auch drauf, die Preise? Ja, die stehen hier drauf. Warte mal, wir sind jetzt im Frühjahr. Was gibt's denn? Im Ozean? Wir gucken uns das an, wenn wir gleich die Aufnahme beendet haben. Denn das war's auch für heute wieder, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut auch mal auf Twitter vorbei, /TheWarDrug oder BloodyFox13. Genau, bei Fox wird da auf jeden Fall jeder Stream angekündigt, also da verpasst ihr keinen einzigen Stream mehr. Genau, die Streams laufen dann auf Twitch, tv/BloodyFox13 und schreibt doch mal was in die Kommentare. Sollen wir irgendwas Besonderes machen? Habt ihr irgendwelche coolen Aufgaben für uns, die wir hier in diesem kleinen Spiel umsetzen sollen? Irgendwelche Challenges, ganz schnell zur Million oder so wenig Cheats wie möglich oder so viel Cheats wie möglich? Und da bin ich der Gewinner. Flower Dance. Oder zusammen Flower Dance. Morgen werden wir zusammen tanzen. Und wir sehen uns bis dahin wieder. Ciao, ciao. Ciao.